Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video zum Thema Zeiterfassung für Fotografinnen und Fotografen. Brauche ich das wirklich? Wir werden sehen. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Und wir sprechen heute über das Thema Zeiterfassung für Fotografinnen und Fotografen, ob das tatsächlich sinnvoll ist oder ob es gar keinen Sinn macht. Vorweggeschickt, ich freue mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Einfach unten auf Subscribe drücken und aufs Glöckchen drücken, damit du meine neuen Videos auch immer bekommst. Wie viel Zeit kostet mich eigentlich ein Auftrag? Wofür nutze ich meine Zeit? Wie erfasse ich sie sinnvoll? Ständig dieses Instagram-Marketing-Posts vorbereiten, Insta-Stories. Wo fließt meine Zeit hin? Wir Fotografinnen und Fotografen stecken einfach so viel Liebe und damit aber auch Zeit in unsere Arbeit, sprich in unsere Bildbearbeitung, in unser Marketing, in unsere Webseite. Wir haben so viele verschiedene Tätigkeiten und manchmal am Ende des Tages fragt man sich, was habe ich heute gemacht? Man hat viel gearbeitet, aber man kommt nicht so richtig vom Fleck irgendwie und sieht am Ende des Tages vielleicht auch nicht immer, was man tatsächlich auch alles so gemacht hat. Das ist wie beim Essen, wenn man sich's nicht aufschreibt und irgendwo notiert, dann futtert man den ganzen Tag irgendwas in sich rein und hat keine Kontrolle mehr darüber. Also ich kenne das Gefühl sehr, sehr gut. Bei mir war das tatsächlich auch am Anfang so, dass ich unheimlich viel Zeit in irgendwelche Dinge verbraten habe und am Ende des Tages nicht mehr wusste, was habe ich eigentlich gemacht. Also ich wusste, was ich gemacht habe, aber ich wusste nicht, wie viel Zeit kostet mich eigentlich ein Shooting. Und dann habe ich irgendwann angefangen, eine Zeiterfassung zu machen. Und das ist was, was mir sehr, sehr hilft tatsächlich. Wenn du ein Shooting hast, dann dauert das Shooting vielleicht eine Stunde oder zwei Stunden, je nachdem. Aber da ist noch so viel drumherum. Du musst ein Angebot schreiben, du hast ein Vorgespräch, du hast die Anfahrt, du musst vielleicht auch vorher deine Sachen vorbereiten, deine Tasche packen, was auch immer. Das kostet alles Zeit. Und im Nachgang dann machst du die Bildbearbeitung, nachdem du dann deine Bilder irgendwann auf deinen Rechner geladen hast und gesichert hast alles. So, dann machst du vielleicht noch eine Online-Galerie, schickst du deinen Kunden noch eine E-Mail raus, vielleicht orderst du noch Printabzüge. Wenn ich das alles zusammenrechne, dann kommst du nachher auf, ich weiß nicht, wie viele Stunden pro Shooting. Das kriegst du aber nur raus, indem du weißt, wie lange brauche ich für die einzelnen Tasks. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du am Ende unwirtschaftlich arbeitest. Und ich kenne das auch von mir. Ich mache gerne mehr und ich bearbeite noch mehr Bilder und mache noch mehr Galerien und stecke noch mehr Arbeit rein und hänge noch eine Stunde einfach dran. Das ist auch nicht schlimm und ich finde es auch völlig okay und es muss auch sein. Aber am Ende des Tages muss ich tatsächlich mir bewusst dessen sein, dass dieser Auftrag mich vielleicht 13 Stunden gekostet hat, aber in meiner Kalkulation sind vielleicht nur 9 oder 10 Stunden drin. Sollte man alles erfassen, was man so arbeitet? Ich sage eigentlich ja. Also ich erfasse tatsächlich alle meine Arbeitszeiten und während ich jetzt dieses YouTube-Video aufnehme, läuft auch meine Zeiterfassung weiter. Nur so weiß ich auch am Ende der Woche, wie lange dauert es für mich, ein Video aufzunehmen, wie lange dauert es, das Video zu schneiden, zu bearbeiten, hochzuladen, Beschreibung zu machen, was weiß ich. Da kommt man auf viele, viele Stunden am Ende des Tages und sonst weiß man es nicht. Weil ein YouTube-Video zu produzieren ist für mich genauso Marketing wie Instagram-Posts zu schreiben, Facebook-Posts zu schreiben, Stories zu machen. Das ist alles Marketing oder Anzeigen zu schreiben. Gerade das Thema Instagram, das ist natürlich für uns Fotografinnen und Fotografen essentiell. Das ist unser Marketing. Aber das kann auch so ein Zeitfresser sein, wenn ich mich dadurch 3 Millionen Stories durchklicke und Story vorbereite und Posts vorbereite. Und dann sitze ich manchmal stundenlang dran, um mir Texte zu überlegen. Dementsprechend Arbeitszeit. Wenn ich also irgendwann feststelle, dass ich vielleicht zu viel Zeit in mein Marketing investiere und aber zu wenig Aufträge zurückbekomme, dann muss ich irgendwas dran ändern. Und das kann ich halt dadurch sehen, dass ich meine Zeiten erfasse und weiß, wie viel Zeit brauche ich denn für mein Marketing. Weiterbildung ist auch ein wichtiger Faktor. Also ich erfasse auch die Zeiten, in denen ich mich weiterbilde. Sprich, dass ich Workshops besuche oder Online-Workshops besuche oder dass ich ein Buch mal lese. Ja, Bücher gab's mal. Oder dass ich mir YouTube-Tutorials zum Beispiel ansehe. Wenn ich mich da weiterbilde und das für mein Business nachher nutzen kann, dann ist das auch Arbeitszeit. Ich finde, als Fotografin oder als Fotograf sollte man immer viel Zeit in seine Weiterbildung auch investieren, weil wir natürlich dadurch immer besser werden und nie stehen bleiben. Ich finde, man sollte auch so am Anfang des Monats oder des Jahres, je nachdem, wie man für sich plant, sollte man schon so ein bisschen planen, wie viel Zeit möchte ich eigentlich von meiner Arbeitszeit in meine Weiterbildung stecken. Wenn ich meine Weiterbildungszeiten erfasse, dann weiß ich nachher, okay, ich bin on track oder ich habe gar nichts gemacht. Oder ich bilde mich nur weiter und ich shoote nicht. Kommen wir zum praktischen Teil. Wie erfasst man seine Arbeitszeiten? Gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Man kann ganz klassisch eine Excel-Tabelle machen. Man kann sich das auf ein Blatt Papier aufschreiben.
Ich erfasse meine Arbeitszeiten in einem Online-Tool, das nennt sich Toggle Track. Gleich vorneweg geschickt, ich werde nicht gesponsert von denen, leider. Aber ich nutze es tatsächlich und ich finde es wirklich sehr, sehr gut. Es gibt ganz viele unzählige Online-Tools, mit denen man seine Zeiten erfassen kann. Ich habe nur dieses eine getestet und bin damit schon happy, deswegen kann ich nur darüber sprechen. Aber vielleicht hast du ja andere Erfahrungen gemacht und dann schreib mir das gerne auch gleich in die Kommentare mit rein. Vielleicht wechsle ich auch mal. Also Toggle Track, was ich nutze, ich finde, es ist relativ unkompliziert, relativ einfach, aber sehr komfortabel. Und selbst in der kostenlosen Version habe ich schon ganz viele Möglichkeiten. Ich kann Kunden anlegen, ich kann Projekte anlegen, ich kann Tags anlegen. Lasse einfach die Zeiterfassung nebenher laufen, während ich dann am Rechner am Arbeiten bin. Wenn ich sie nicht nebenher laufen lassen kann, weil ich jetzt auch gerade beim Shooting irgendwie bin, dann kann ich die Zeiten einfach nacherfassen. Hat eine ganz schöne Kalender-Overview. Und ich sehe relativ gut und relativ schnell, was ich so gearbeitet habe. Ich finde vor allem die Reporting-Funktion sehr gut, weil ich kann mir da wirklich alles anzeigen lassen. Und ich kann auch sehen, für Kunde XY habe ich so und so lange fürs Shooting gebraucht. Und das ist sehr übersichtlich und manchmal auch sehr ernüchternd, wenn man dann irgendwann feststellt, ja, man liegt eigentlich deutlich über sein Budget. Passiert. Aber genau dafür ist das Tool ja auch da. Und wenn man dann feststellt, dass man zu viel Zeit in seine Aufträge reinsteckt, dann hat man zwei Möglichkeiten. Entweder ein bisschen weniger Zeit reinstecken. Und das werden die wenigsten von uns wahrscheinlich machen, weil wir ja als Fotografinnen und Fotografen aus Liebe und Leidenschaft zur Fotografie alles geben, um tolle Fotos abzuliefern und immer noch ein bisschen mehr machen. Oder Preise erhöhen. Was auch eine coole Funktion ist, falls man mit mehreren Teammitgliedern zusammenarbeitet. Vielleicht hast du ja jemanden, der für dich die Bildbearbeitung zum Beispiel macht oder andere Dienstleistungen übernimmt. Die Leute können auch sich einloggen, können auch ihre Zeiten erfassen. Die kannst du als Teammitglieder anlegen und dann kann das komplette Team seine Zeiten auf die jeweiligen Projekte erfassen und coole Übersicht danach. Mein Fazit zur Zeiterfassung für Fotografinnen und Fotografen. Also grundsätzlich ist es ja so, wir sind ja alle unterschiedlich. Und der eine mag Struktur, der andere braucht das Chaos. Je nachdem, was einem halt hilft, wie man besser zurechtkommt. Im Großen und Ganzen mag ich Struktur und ich mag es auch zu wissen, wohin meine Zeit tatsächlich fließt, damit ich nachher für mich wirtschaftlich einfach auch arbeiten kann. Und auch mir ist es passiert, dass ich irgendwann festgestellt habe, ich brauche zu lange für meine Aufträge und dafür bin ich eigentlich zu günstig. Und habe dann irgendwann auch meine Preise erhöht. Und gerade das Thema Marketing und Weiterbildung finde ich es auch wirklich richtig gut, wenn man einfach sieht, worin habe ich meine Zeit tatsächlich auch investiert und sich dann Gedanken machen zu können, okay, und wo habe ich auch den meisten, wo kriege ich das meiste auch wirklich zurück. Letzten Endes hat der Tag halt auch nur 24 Stunden. Und für uns Fotografinnen und Fotografen ist das eh schon zu wenig. Ich kann nur von mir sprechen, ich schlafe schon relativ wenig. Mehr geht einfach nicht, weil zu wenig Stunden. Und dann ist es schon gut zu wissen, ist die Zeit sinnvoll genutzt oder nicht? Wie sieht es bei dir aus? Wie machst du deine Zeiterfassung? Und nutzt du auch so ein Tool oder nutzt du was ganz anderes? Schreibst du dir die Zeiten auf oder machst du es Pi mal Daumen? Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die totales Chaos lieben und damit bestens klarkommen. Vielleicht kann ich auch da noch was lernen davon. Also schreib mir gerne in die Kommentare rein, weil das mich wirklich interessiert, wie das bei dir ist. Vielleicht hat dir das Video auch was gebracht, dann vergib mir gerne ein Like. Darüber freue ich mich auch sehr. Und ich habe es schon mal gesagt, aber ich sage es nochmal. Hinterlass mir gerne ein Abo auf meinem Kanal, auch darüber freue ich mich sehr. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich habe unter anderem das hier gefunden. Mein Google hat sich eingeschaltet. Creepy.